Mahlzeit, willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Wien auf der Japan Expo Europe und beim Stand von Vigant Water Slides. Ist das richtig? Oder Vigant World of Slides. Und wir haben Miro Gronau am Start, der sich wieder mal lustig hinten anschleicht und uns ein bisschen was erzählt. Mahlzeit. was in der letzten Zeit passiert ist und was es Neues gibt. Hi! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Also, was ist neu? Wo fangen wir an? Wir haben einige Neuerungen gemacht, denn bei der Trockenrutsche, wo wir auch sehr viele von bauen, da kommen jetzt auch der Harzturm eröffnet bald seine in, im Harz. Ich weiß gerade, wie das heißt. Torfhaus heißt der Ort, genau. Da eröffnet ein 60 Meter hoher Aussichtsturm, da haben wir eine 60 Meter hohe Rutsche, ich glaube, der Turm ist sogar höher, die wir jetzt gerade installieren. Die hat zum ersten Mal das V-Glow-Konzept drin. Das ist Schwarzlichtmalerei zu dem Thema, dass sie sich ausgewählt haben. Das sind so, oh mein Gott, wie soll ich das ausdrücken, so Waldmännchen. Das ist wirklich sehr cool geworden. Kann ich euch gerne auch ein paar Werbefotos von zeigen. Und da gibt es auch eine On-Ride-Fotoanlage. Da kommt jetzt auch in dem Thema mehr. Also Trockenrutschen ist gerade ein richtig heißes Topic. Viele Türme, viele Großrutschen, auch neue Innovationen, unter anderem eben jetzt auch Lichtsachen. Hier sieht man zum Beispiel jetzt mögliche Ringe, die dann, die haben wir immer schon so gemacht, das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, noch individueller. Und wir haben uns jetzt auch daran versucht, einfach ein paar andere Lichteffekte zu machen, mit so Schlitzen zum Beispiel, die natürlich dann mit Silikon glatt ausgeführt sind, um LED-Effekte zu kreieren, um das Ganze noch spannender zu machen, zu Lichtsound. Wir haben ein interaktives Spiel, das kommen wird. Und das macht eigentlich Trockenrutschen richtig spannend. Wir haben auch Trockenrutschen technisch, Trockenrutschen klingt immer so blöd, aber das sagen wir mal, weil wir halt Wasserrutschen haben und Trockenrutschen. Wir bauen ja die Edelstahl-Trockenrutschen bei uns direkt im Werk. Auch Stufen, auch Treppen, auch Plattformen, auch Stützen. Alles bei uns in Rasdorf. Und ja, also da passiert sehr viel. Eine Anlage haben wir ja auch noch am Stand auf dem Bild zu sehen. Das ist eine sehr schöne Kombination im Loop 5 Shopping Center in Darmstadt, direkt an der Autobahn. Kann man auch umsonst nutzen, also einfach mal anhalten. Schöne Kombination, Sonderfarben mit viel LED, echt kreativ geworden. Schönes Konzept. Beim Thema Trockenrutschen, dann hat sich viel getan. Tatsächlich ist die vielleicht euch bekannte Wasserrutschenfirma aus den Niederlanden, Van Ectum, leider Konkurs gegangen. Das ist eine Traditionsfirma, ich finde das sehr schade. Uns war angeboten worden, ob wir die Formen übernehmen. GfK-Wasserrutschen werden ja in Formen gemacht. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben geboten und Zusage bekommen und haben jetzt alle Originalprodukte von Van Ectum in unserem Portfolio. Dazu gehört auch dieser Zyklon, viele kennen es als Tornado. Das ist also dieser riesen Trichterrutsche, die es in einigen Centerparks UK gibt in England und eben auch im Hof von Sachsen, das ist ein Bungalowpark. Echt cool haben wir also jetzt auch im Programm in GfK und auch den Wildwasserfluss, der bekannt und beliebt ist. Oder zum Beispiel auch, das nennt Van Ectum und wir jetzt auch Harakiri, das ist diese Bootswasserwellenrutsche, die ihr auch kennt. Die haben wir jetzt auch im Programm, die wollen wir auch noch mehr verfeinern mit ein paar Tricks, die wir eben auf Lager haben. Also das kommt auch. Zur X-Slide, die haben wir ja letztes Mal schon vorgestellt, die Kreuzung in einer Wasserrutsche, die haben wir zum Patent angemeldet und auch jetzt erste Probefahrten bei uns auf dem Hof gemacht. Das hat auch schon geklappt, hat auch ein paar Mal nicht geklappt, aber jetzt hat es geklappt. Auch Hendrik Wiegand ist das persönlich schon gerutscht. Da entwickeln wir gerade kräftig dran. Ich hoffe, da kann ich bald Videos von zeigen. Das heißt, die echte Kreuzung in der Wasserrutsche wird jetzt Wirklichkeit. Also das passiert gerade live. Was haben wir noch? Die Wasserrutschen. Weiter noch Projektionen gibt es jetzt in. Wir versuchen da eigentlich immer wieder neue Effekte und Spielereien. Es gibt Touchpoints, es gibt Sound, es gibt diese 3D UV-Lichtmalereien, das V-Glow. Das kommt jetzt auch auf einem großen Kreuzfahrtschiff. Erstmalig. Und da haben wir jetzt auch noch Projektionen, also noch ein bisschen mehr Technik, wo man in die Kurven dann Bilder projizieren kann. Ich finde sowas besonders schön, wenn das am Start der Rutsche irgendwo ist, dass man es ein bisschen länger sieht als nur in der Sekunde. Und also da werden Wasserrutschen immer raffinierter, muss man eigentlich sagen.
Im letzten Jahr hat dann ja auch in Edelstahl in der Therme Erding der Big Bang aufgemacht. Hast du, glaube ich, auch drüber berichtet. Da haben wir schön reingebastelt in diese Halle. Und da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel, dass das auch noch nicht das Letzte war, was in diese Kuppel rein soll. Also da geht auch die Kreativität von allen Beteiligten noch weiter. Von daher, das bleibt spannend. Und dann haben wir am Coaster Kart auch ein paar Neuigkeiten. Da haben wir jetzt ein neues Design, neue Möglichkeiten für die Reifen. Wir hatten ja erst kleine Achterbahnreifen mit Polyethylen und dann hatten wir, weil das vom Look nicht so schön war, mal die ausgeschäumten Luftreifen. Und jetzt gibt es nochmal die größeren, das sieht nochmal ein bisschen mehr Rennfahr-stylisch aus. Die großen Reifen mit dieser Achterbahnbereifung, wo man dann natürlich auch kultige Felgen dazu machen kann. Auch Coaster Kart wird es auch von der Angebotsschicht geht es auch gut weiter. Also da sind jetzt schöne Anfragen da und da hoffe ich, wird es auch noch was draus. Ja, wisst ihr Bescheid, seid abgeholt. Wenn ihr euch fragt, was ist X-Light, wir haben da letztes Jahr in Orlando ausführlich drüber gesprochen. Das Video findet ihr jetzt hier, da könnt ihr jetzt gerne weiter gucken und wir sehen uns zu einem neuen Video spätestens morgen um 18 Uhr wieder hier auf dem Kanal.